Hallo, hier ist Europa-Box 28 und meine Frage an euch da draußen ist, was ihr als nächstes Projekt machen könnte. Ich würde mal sagen, irgendein Spiel, was euch Spaß macht, wenn ihr das seht und wenn ich das spielen würde. Ihr müsst überlegen, was mir Spaß machen würde. Was für ein Spiel. Das kann ich mir dann bestellen. Die alte die Altersfreigabe muss für bis 16 sein. Das heißt bis 16. Sonst habe ich wieder Problem. Ne, mit 18 geht's auch, aber ja, vom Bestellen her, weil ich noch nicht ganz 18 bin. Weil ich erst 18 wie im Juli ist mein Bestellaccount noch nicht auf 18 freigegeben. Und wegen dem oder irgendein Spiel, wo ich schon habe bei Playfair, könnt ihr auswählen, wo ich Let's Playen könnte oder kann für euch. Schaut mal durch von den Spielen, was ihr für ein Let's Play sehen wollt vom Spiel. Einfach reinschreiben in die Kommentare. Und wenn das Spiel geht, schaue ich wegen den Rechten vom Publisher, was ihr für eine Lizenz braucht, dann hole ich mir die. Und dann ist das geregelt. Und ich will mich freuen bis am Montag. Montag nächste Woche ist der 22. Also ich gebe euch bis am Montag am 22. Zeit, euch ein Spiel auszuwählen, wo ich Let's Playen könnte. Oder schreibt mir, was ich für ein Tutorial oder so machen könnte. Einfach mal so zwischendurch mal wieder etwas anderes als Let's Play nur. Oder irgendetwas von mir. Und ja. Oder schreibt mir Vorschläge, was ihr als Projekt machen könnte noch. Eben Let's Play-mäßig Tutorial oder sonst irgendwelche Videos. Es ist euch überlassen, was ich mache als nächstes Projekt. Entweder hier ein Spiel auswählen. Oder einfach, ja, ein Spiel auswählen, wo er hier drauf ist. Oder wenn das Spiel erst rausgekommen ist und ich mir das bestellen muss, dann würde ich mir das auch nachbestellen sonst. Und ja, ich würde mich freuen auf einen Kommentar. Schreibt es in die Kommentare, was ihr für ein Spiel sehen wollt. Und ja. Neben, es muss auf der Schniedelbox 360 sein, weil ich ja darauf spiele. Und sonst wird es ein bisschen schwieriger. Und ja, schaut bei Playfair rein oder überlegt euch, was für ein Spiel habe ich zuletzt mal so richtig witzig und geil gefunden. Und das könnte jetzt unser Robert mal einfach so mal durchzocken. Und ja. Schreibt es in die Kommentare. Und jo, wir hören uns dann am 22., was alles zusammengekommen ist, was ihr für Let's Plays oder Videos sehen wollt. Und mit dem verabschiede ich mich und sag bis zum nächsten Video von mir. Bis denne, bye bye.